Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 3. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und bekommt einen Einfluss von Stern Alpheratz. Und das bedeutet Befreien von etwas, Unabhängigkeit oder Freiheit. Dazu gibt auch eine Geschichte, weil diesem Stern Alpheratz befindet sich im Sternbild Andromeda. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Und Poseidon schickte die Walfisch in die Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Die Walfisch dachte, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt, und handelt sich selbst und nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. In der Nähe befand Medusa die furchterregende. Natürlich hat Andromeda Angst gehabt. Aber sie konnte nicht befreien von diesem Fesseln. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel. Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich auch verliebt. Und das ist diese Liebesgeschichte und das hat eine Bedeutung, eine symbolische Bedeutung. Die Ängste fesseln uns und können wir uns nicht bewegen. Sind wir wie Stein, in diesem Stein gefesselt. Bis mal wird es durchschneiden mit einem Schwert. Und das ist diese Unabhängigkeit, das ist diese Befreiung. Angstfrei leben, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und das beeinflusst unseren heutigen Tag. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Waage und bekommt auch einen Einfluss von Al-Ghurab. Al-Ghurab heißt übersetzt Rabe. Da gibt auch eine Geschichte. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Hier ist ein goldener Becher. Jetzt fliegst du zum Quellwasser und bringst frischem Wasser zum Zeus, zum Himmelsgott. Aber beeile dich, die Rabe versprach es auch und fliegt davon und unterwegs findet ein Feigebaum. Und die Rabe hat Lust gehabt von diesem Feigen zum Essen, aber das war noch gar nicht reif. Und die Rabe saß unter dem Baum und wartete, bis die Feigen reif waren und erst dann flieg zu dem Quellwasser und holte die frische Wasser zum Zeus, kehrte zurück zum Apollo. Und der Sonnengott Apollo fragte dann den Rabe: Wo warst du denn so lange? Ich habe doch gesagt, du sollst beeilen. Und die Rabe sagte dann: Oh Apollo, ich kann doch gar nichts dafür, du weißt, unterwegs war diese Wasserschlange, die Hydra, und sperrte mir den Weg. Ich kann nichts dafür, dass ich jetzt verspätet habe. Und Apollo, der Sonnengott, erwischte die Rabe in diesem Lüge, weil Apollo hat das durchgeschaut, dass der Rabe lügt. Und was bedeutet für uns das im heutigen Tag? Eine Lüge. Wo kommt die Lüge her? Das müssen wir beobachten heute. Ist es in Familienkreisen oder ist es eine Freundschaft?
wenn das überhaupt Freundschaft nennen darf, wenn das auf dem Lüge gebaut ist. Oder kommt das in Medien? Natürlich beeinflusst es unseren Planet Erde. Gut möglich ist es auch. Also achtsam sein, welche Nachrichten wir heute hören. Das erzählt die Geschichte von Rabe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich noch in Tierkreiszeichen Skorpion und bewegt sich nördlich zu Jupiter, 3,9 Grad nördlich zum Jupiter vorbei. Das heißt, Mond und Jupiter stehen heute in einer engen Konjunktion in Tierkreiszeichen Skorpion und wirken zusammen. In diesem Bereich, wo die Mondbewegung ist und die Rückläufigkeit der Jupiter, das heißt, die Mond bewegt sich vorwärts, Jupiter rückwärts und sie begegnen sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das bedeutet, die Gefühle bewusst wahrnehmen. Und hier kommt auch ein Einfluss von dem südlichen Schale und nördlichen Schale. Diese beiden Schalen sind nichts anderes als die Tierkreiszeichen Waage. Früher gehörte das zum Tierkreiszeichen Skorpion, das ist die Schere des Skorpion. Manche haben das betrachtet als die Waage der Jungfrau, was diese Gerechtigkeit symbolisierte Waage im Hand hält. Egal in welcher Seite wir das betrachten, hier bei diesen beiden Schalen, nördlicher und südlichen Schalen, handelt sich natürlich auch in Tierkreiszeichen Waage. Und was vermittelt die Tierkreiszeichen Waage? Gerechtigkeit, Gleichgewicht, Ausgewogenheit und Entscheidungen. Aber das sollen wir gut abwiegen und vergleichen oder ausgleichen. Also das ist die Einfluss auf die heutige Mondbewegung. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf und im gleichen Zeit geht die Tierkreiszeichen Waage in Westhorizont unten. Das heißt, für die Wiedergeborenen natürlich wahrgenommen werden. Oder etwas präsentieren, etwas ins Licht zu bringen, so wie ein Sonnenaufgang, zeigen, ins Licht bringen. Und diese Spannung, was gestern spürbar war zwischen Merkur und Mars und Saturn, diese Spannung lässt jetzt nach. Und was wichtig ist aber für die Wiedergeborenen, Ängste loslassen, das erzählt die Geschichte von Andromeda. Das fühlen wir alle, aber besonders wirkt das in die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen und die Klarheit bekommen, die Wahrheit auch etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren und natürlich auch klärenden Gespräche führen. Diese Rückläufigkeit von Merkur kann bedeuten, dass wir besser, wenn wir schweigen oder wir sollen die Sprache zurücknehmen, kann auch bedeuten, dass jemand im Rückzug ist oder die Termine, die Gespräche, die Verhandlungen oder Verträge sind etwas gebremst, geht nichts voran. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Und es kann natürlich auch ein Thema sein, was mit der Vergangenheit betrifft, da klärende Gespräche zu führen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein Aufstieg und die Stiergeborenen werden jetzt wahrgenommen. Wichtiges Thema ist bei den Stiergeborenen Liebe, Partnerschaft. Aber sie sollen auch die Gleichgewicht achten, das innere Gleichgewicht, nichts übertreiben und auch kein Eifersucht zeigen, weil das erzeugt dann auch Spannung, Missverständnisse und Spannung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen, gute Gespräche. Das hängt auch mit der Vergangenheit zusammen. In die Liebe-Partnerschaft kommt Stabilität.
Sie fühlen sich ein bisschen unsicher, aber in den kommenden Tagen spiegelt etwas im Leben oder kommt eine Antwort oder eine Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist alles im Fluss und sie haben Glück in der Liebe Partnerschaft. Die Gespräche können unangenehm sein, also lieber schweigen und versuchen jetzt aus dem Weg zu gehen, weil das kann zu Missverständnissen führen oder zu Streit führen. Wichtiges Thema ist bei den Krebsgeborenen die Zuhause, entweder der Rückzug, weil sie genießen das Zuhause oder eine Veränderung in wohnlichen Situationen. Die Krebsgeborenen sollen keinen Vertrag unterschreiben, weil das führt zu Missverständnissen oder zu Verlust. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch die schöpferische Kraft und mit dieser Kraft können sie einiges bewirken. Nicht unsicher sein, sondern diese Veränderungen machen. Und besonders was die Spiritualität betrifft oder die Kreativität betrifft, das sollen die Löwengeborenen ins Licht zu bringen, präsentieren, zeigen. Daran liegt die Kraft. Die Löwengeborenen führen auch Gespräche, wichtige Gespräche. Das kann auch mit der Vergangenheit zusammenhängen. Bei Liebe, Partnerschaft haben die Löwengeborenen gerade Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen möchten Ordnung in beruflichen Situationen, aber auch in Gesundheit. Sie achten auch gerade auf die gesunde Ernährung. Viele Jungfraugeborenen machen ein Diät oder achten auf die Ernährung oder möchten sie gerade abnehmen. In der Liebepartnerschaft haben sie gut Glück und das ist ein gutes, angenehmes Gefühl heute. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe Partnerschaft, aber sie fühlen sich zurzeit ein bisschen unsicher. Aber es kommen noch Veränderungen. Die Gespräche haben auch eine Bedeutung für die Waagengeborenen, aber nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern sie sollen auf anderen zugehen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bekommen eine wunderbare Energie. Und es sind die Träume, die Sehnsüchte, ist auch das Glück da. Dieses Glück kann auch mit der Vergangenheit etwas zu tun haben. Und die Skorpiongeborenen haben auch das Gefühl, jetzt alles oder nichts. Sie setzen alles auf eins. Und Thema ist natürlich Gefühlen und die Liebe Partnerschaft. Das spiegelt auch das Leben. Aber nicht nur warten, sondern etwas in Bewegung setzen, Interesse zeigen, Aufmerksamkeit oder Gefühlen zeigen. Und so kommt das alles in Harmonie, so kommt es auch in Bewegung und kann ein Traum wahr werden. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen befinden sie sich auch in einer Wandlung, weil sie befreien sich von etwas und können endlich mal aufatmen. Die Gespräche können gut sein und bei vielen Schützengeborenen handelt sich das um Vergangenheit. Jemand kehrt zurück oder wird ein Gespräch geführt, was mit der Erinnerungen was zu tun hat. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist verabschiedet diese Spannung und die Steinbockgeborenen haben gerade auch mehr Kraft. Aber jetzt kommt eine neue Thematik, alles oder nichts, das ist die Pluto-Energie und vermischt sich mit diesem Lilith-Energiefeld und das werden die Steinbockgeborenen natürlich fühlen. Was handelt sich bei diesem Lilith-Energie? Das sind die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte. Aber wir neigen dazu, davonlaufen. Und wir begründen das auch. Ich kann das nicht. Das steht mir gar nicht zu. Ich bin nicht gut genug. Das kommt oft von Erziehung. Und hier jetzt kommt die Pluto-Energie und sagt alles oder nichts. Also sollen die Steinbockgeborenen diese Wünsche als Ziel setzen. Das kann die Berufung sein, das kann ein Hobby sein, das kann aber auch die Liebe-Partnerschaft sein.
Und das wird jetzt in den Tagen sehr stark spürbar. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben eine gewisse Spannung, was die Liebe-Partnerschaft betrifft, aber im Bekanntenkreis, Freundeskreis und beruflich ist ein Aufstieg und kann ein wichtiges Gespräch kommen. Das hängt auch zusammen mit der Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein Traum. Sie leben gerade einen Traum, besonders in die Liebe-Partnerschaft, und dieser Traum wird wahr. Das ist nicht nur Glück in die Liebe-Partnerschaft, sondern ist gleichzeitig auch ein Heilenergie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.